Andi Lipp und Tobi Nussbaumer sind unterwegs auf einer Mission. Einst verhärtete Fronten wollen sie endgültig auflösen. Angetrieben durch eine große Leidenschaft. Ein Mountainbike ist ein Sport der Bewegung, Ausdauer, technische Herausforderung und vor allem auch so eine altersübergreifende Möglichkeit darstellt. Das finde ich extrem lässig. Andi und Tobi sind im Vorstand des Gravitationssportvereins Miesbach, um ein altbekanntes Problem in Ordnung zu bringen. Es gibt bei uns viel illegalen Trailbau, den wir nicht gutheißen. Und um offizielle Möglichkeiten zu schaffen, haben wir dann Ende 2018 gesagt, wir müssen was tun, wir wollen was bewirken, wir wollen auf Behörden, Gemeinden zugehen, was anbieten, keine Trails fordern, sondern einfach anbieten, mitzuwirken. Dieser Trail ist der erste im bayerischen Oberland, der auf legale Weise entsteht. Dass er überhaupt noch existiert, ist kein Zufall. Angelegt wurde er illegal, vor langer Zeit. Während des Rückbaus ergab sich damals die Chance. In Abstimmung mit dem Naturschutz, der Gemeinde und den Grundeigentümern kam die Idee auf, den Trail zu legalisieren. Nach über 2 Jahren Planung konnten die Trailarbeiten beginnen. Die Grundlage? Ein 70-seitiges Konzept des Vereins. Das schafft natürlich dann auch Vertrauen Richtung Gemeinde und Naturschutz vor allem, sodass man respektiert wird und dass die Behörden auch wissen, es ist jetzt keine Überlegung von gestern Nacht, sondern das hat jemand vorbereitet und man kann sich auf den auch verlassen. Wir sind mittlerweile in einem relativ engen Austausch mit allen Behörden und haben da eine sehr konstruktive Gesprächsbasis und das ist auch ein respektvolles Miteinander. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen, dass es über die Zeit dann doch funktionieren kann. Die Fertigstellung des Trails wird noch einige Monate dauern. Einsturzgefährdete Eschen müssen entfernt und die Drainage befestigt werden. Für sichere Trails und Abfahrtsspaß. Ja, geil. Ein nachhaltiges Ergebnis ehrenamtlicher Trailarbeit zeigt sich etwa 160 Kilometer westlich von Miesbach. Hier engagieren sich die Mitglieder vom Mountainbike Allgäu e.V. für die Legalisierung von Trails. Ronja Brinkmann ist eine von ihnen. Als ich vor 5, 6 Jahren hergezogen bin, war ich ein bisschen erschrocken darüber, wie wenig Mountainbiken hier akzeptiert ist. Also dass da wirklich das Miteinander eher nicht so gut ist wie zum Beispiel in anderen Regionen, wo ich vorher fahren war. Und das war so ein bisschen mein Ansporn zu sagen, das Miteinander kann durchaus besser werden. Besser wird es vor allem mit dem richtigen Team. Ja. Super Wetter, hast du mitgebracht. Ja, mei, aber das ist immer der Grund. Die letzten Tage, also das ist ja heute schon mal ein richtiger sonniger Tag. Hey! Hey, grüß dich, alles. Wetter ist nicht so geil, aber machen wir schon eine Runde, oder? Ja, eine Runde machen wir. Okay, cool. Ist schon gescheit nass. Bisschen, aber geht noch. Es ist eine besondere Konstellation an Mountainbikern, die hier zusammen unterwegs ist. Ronja und ihr Vereinskollege Martin Schmidt nehmen Gerhard Hornold in ihre Mitte. Gerhard arbeitet als Förster bei der Stadt Immenstadt und ist begeistert davon, die Natur auf 2 Reifen zu erkunden. Schon seit vielen Jahren. Mountainbiken hat den Vorteil, dass man, sagen wir, erstmal aus sportlicher Sicht sich intensiv belasten kann, trotzdem dann ein Landschaftserlebnis hat und an schöne Ecken hinkommt, die verkehrsarm sind. Das ist für mich der Reiz vom Mountainbiken. Auf Ronja, Martin und Gerhard wartet jetzt ein Trail, der in den letzten Jahren in enger Zusammenarbeit zwischen Behörden, Grundbesitzern und dem Verein entstanden ist. Entsprechend positiv ist das Feedback. Wir haben eine gute Beschilderung und hier ist es tatsächlich auch so, dass die Wanderer sich freuen, gerne zugucken, viele Fragen stellen, was wir hier eigentlich machen, wie das mit dem Trailbau funktioniert. Und wir haben schon das Gefühl, dass da die Akzeptanz langsam sich verändert. Da ist in der Vergangenheit einfach viel schief gelaufen. Da hat man sich wenig um solche Sachen gekümmert. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr viel Eigeninitiative.
Und man muss echt viele Gespräche führen, sehr hartnäckig sein teilweise, dass wir jetzt den Status haben, auf den wir jetzt zurückblicken können. Der Entstehung illegaler Trails ein Ende zu setzen, ist nicht nur im Interesse der Mountainbiker. Als Grundeigentümer sind auch die bayerischen Staatsforsten in der Verantwortung, findet Tobias Ochs. Ja, mit dem Thema muss man sich zwangsläufig auseinandersetzen. Man kommt da gar nicht aus. Der Mountainbikesport wird immer beliebter, sodass einfach der Druck auf den Flächen einfach spürbar höher wird. Und dann ist es aus meiner Sicht besser, sich aktiv damit zu befassen und konstruktiv die Sache zu lenken, anstatt zu glauben, es geht an einem vorbei. Das geht's nämlich nicht. Umso wichtiger der offene Dialog zwischen allen Beteiligten. Wie macht ihr das so mit der Verkehrssicherung? Ihr kontrolliert das ja regelmäßig. Man muss halt schauen, wie es jetzt läuft. Wichtig ist uns dann auch, dass eben in diesen Bereichen, wo wild abgefahren worden ist bislang, dass man das halt möglichst lässt. Aber der Verein macht ja da gut mit und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Dass sie auf diesem Weg schon so weit gekommen sind, hat mehrere Gründe. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Verein, muss ich ehrlich sagen, macht sogar Spaß, weil die zum einen wirklich sehr offen und produktiv sind oder kooperativ, muss man sagen. Und die sind auch professionell. Die betreiben ihren Sport professionell. Da sind echte Mountainbike-Profis dabei. Und das macht sich natürlich dann eben auch in der Zusammenarbeit mit den Leuten deutlich. Professionalität heißt Rücksicht nehmen auf die Natur. So entscheidet auch das Wetter, ob die Trails befahrbar sind. Schaut ja noch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Und wenn es zu matschig wird, dann brechen wir halt ab, oder? Eieiei, ich glaube, das lassen wir heute lieber, oder? Ja, ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Dann machen wir uns das Eis kaputt. Als Mountainbiker sollten wir uns da einfach auch im Klaren sein, dass wenn da nur ein paar wenige sich einfach fehlverhalten, dass das halt einen riesen Schaden auf die Gesamtheit von uns wirft. Um den nassen Boden ihrer Trails nicht kaputt zu fahren, verlassen die drei den Wald und machen sich auf den Weg zur Alpe Gschwenderberg. Hier treffen sie einen Mann, dessen Leidenschaft für die Landwirtschaft eng mit dem Mountainbiken verbunden ist. Völlig durchnässt freuen sich die drei auf eine Brotzeit mit Christian Baldauf. Er hat die Alpe 7 Jahre lang bewirtschaftet. Die Idee, seinen Arbeitsweg ins Tal als offiziellen Trail anzulegen, kam damals von ihm. Mittlerweile lebt er zwar nicht mehr auf der Alpe, kümmert sich als Landwirt aber um die Albflächen und das Vieh. Ein wichtiger Ansprechpartner für den Verein. Das war schon eine richtige Sauerei heute. Also. Ja, bei mir Oberau. Das ist da im Kiesiger Werk ist gut gegangen nachher, aber da über die Weide um halt, da muss er ganz. Muss Lizenz fahren, gell? Da ist schon gefährlich mit Spuren machen. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass es nicht immer so reibungslos abläuft. Oft einmal berechtigt, aber manchmal sind es auch einfach Vorurteile von beiden Seiten, also von Seiten der Landwirte, als auch von Seiten der Radler natürlich, wo halt nicht richtig sind. Landwirtschaft und Mountainbiken schließen sich für Christian keinesfalls aus. Ja. Unter einer Bedingung. Von der Priorität her, zuerst kommt die Erzeugung von den Lebensmitteln und die Landwirtschaft und im zweiten Schritt dann die Freizeitgestaltung. Das meine ich, das muss jedem bewusst sein. Gell? Aber dann eigentlich spricht dem Ganzen nichts entgegen. Als zuständiger Förster betreut Gerhard die Wander- und Mountainbike-Strecken rund um die Alpe. Eine Region, die mit positivem Beispiel vorangeht. So nachhaltig sehe ich das. Wenn es uns gelingt, die Gesetzeslage so anzupassen, dass man solche Wege vielleicht von Gemeinden oder von Kommunen freigeben kann, die abgesprochen sind mit wildbiologisch, mit dem Naturschutz, mit der Landwirtschaft und wo man wirklich was anbieten kann, wo die Leute sagen, da kann ich meinen sportlichen Anspruch erfüllen. Und gleichzeitig haben die Grundeigentümer und die Natur trotzdem keinen enormen Nachteil dadurch.
Auf ihrer Mission haben die Vereine und Behörden noch einige Kilometer vor sich. Entscheidend ist, sie fahren gemeinsam.